In diesem Video. Ja, komm vor mir, Daisy! Nein! Ich wollte auch nur Spaß mit dir haben. Moin Freunde und damit herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Mario Party Ausgabe im Story Modus. Wir wollen uns heute dem nächsten Brett widmen, denn wir haben ja schon uns sehr ausführlich unterhalten für Goomba's Greedy Palace mit 2 Sternen. Da sieht das auch abgeschlossen. Und werden uns jetzt das nächste widmen. Und da ich gerne ein bisschen durcheinander gehe heute, werden wir mit Boohoos Spukgemäuer uns widmen. 2-Sterne-Map. Ich bin gespannt, was Boohoo zu bieten hat. Und das werden wir uns wohl jetzt genau ansehen dürfen. Let's party! Let's go. Und ich bin echt gespannt, was passieren wird. Vor allem die Map. Weiß keiner, kennt niemand, hat noch niemand gesehen, wie die aussieht. Oh, aber cool. Wir haben in der Mitte einen Big Boohoo. Einen Big Boss. Es sieht schon gut aus. Und diesmal im Team mit Wario, Daisy und Yoshi sind dabei. Willkommen zu Boohoo Spukgemäuer. Ich bin hier euer Gastgeber. Geistgeber meine ich natürlich. Euch erwartet hier ein gruseliges kleines Spukhaus, welches ich ersonnen habe. Ich will hier jeden erschrecken, der sich nur hier reinwagt. Wie wird es euch ergehen? Wer wagt es, das Tor des Schreckens als erster zu öffnen? Definitiv. Oh, ich durfte anfangen. Der unglückliche Gewinner ist Luigi und muss als erstes ran. Dann kann an die Arbeit folgen, nämlich die gute Daisy. Zu guter Letzt ist Wario. Ach so, und ja, das Schlusslicht ist natürlich wie immer Yoshi. Jeder darf hier mit 10 Münzen anfangen, also sei nicht so ausgeberisch und verschwenderisch. Prickelnde Gänsehaut wünsche ich euch. Der erste Stein befindet sich ganz in der Nähe. Es ist halt wirklich Real Talk in der Nähe. Okay. Könnte was gut heißen oder was schlecht. Oh, die Musik ist gut. Hi, Boo. Mein roter Schnucki, Boo. Ey, sie macht mir nicht alles nach. Voll der Betrug und so. So, Wario, du musst jetzt auch keine 6 würfeln. Bitte mach was anderes. Sehr gut. Kannst du ja mal schon mal vor dem Stern stellen, genau. Oh, er will nicht kaufen. Also jetzt geht's wirklich darum, wer das Minispiel gewinnt, gewinnt auch den ersten Stern. Weil ich glaube, Yoshi wird jetzt auch keine 10 würfeln. Yoshi braucht mal lange zum Laufen. Ja, ja. Yoshi ist träge. Man kennt ihn. Oh, oder ist es ein Dreierduell? Nee, das ist 1 gegen 1 gegen 1. In Fotopuzzle. Fotopuzzle bin ich ja nie so schlecht gewesen, ne? Minispiel kennen wir schon vom letzten Mal. Brauche ich es nicht weiter erklären. Ist Puzzle-Inhalt auf anderem Niveau. Oh, da ist eine Geburtstagstorte und Dickfetthühnchen. Ja Gott, ich will eher die Torte haben, bin ich ehrlich. Nein! Mach das dorthin! So macht man das. Sehr gut, Luigi! Oh, die dicke Torte nimmst du aber mit, bitte, ja? Oh, da das Obst! Mmh. Torte oder Obst? Mmh. Am besten beides gleich. So, und jetzt würfe ich eine saftige 10. Nicht wahr, Luigi? Oh, der Nachtritt reicht mir auch schon. Ich will nicht zum Land. Ich gönn mir mal den Stern. Gratuliere, Luigi. Müssen Stern haben, natürlich.
Gleich mal auf den vierten Platz runtergehen. G steht für Gönn. Damit sieht es sehr, sehr schön schon mal für den Start aus. Sieh, der nächste Stern befindet sich hier oben. Oh, und ein Item kriegen wir auch noch. Ich nehme mal die große Box, da könnte nämlich ein Riesen... Oh, Maxi-Pilz drin sein. Das ist gut. Ja, komm vor mir, Daisy! Nein! Ich wollte auch nur Spaß mit dir haben. Rotteburus sind launig. Was? Okay, rote Buß sind launisch. Ich bin auch manchmal launisch. Das ist schlecht, dass Daisy da von mir weggelaufen ist. Eigentlich wollte ich mit Daisy noch engere Beziehung mit dem Riesenpilz führen. Ja, Wario will auch nicht. Will keiner mit mir eine engere Beziehung führen? Warum? Oh, Yoshi. Yoshi. Komm her, mein Freund. Er kauft sich aber erstmal sein... Ja, mach halt dein Geld leer, weißt du. Ich will nur dein Geld abknöpfen. Kann ich irgendwo abknöpfen, ja? Ist viel besser, als wenn... Du sagst dir da die ganze Zeit, was kaufst. Wow. Das ist schlecht für mich und Wario. Arm des Gesetzes. Kennen wir ja auch schon. Ah, das ist das wunderbare Minispiel, wo wir Wanted Leute suchen. So viele Minispiele gibt es aber tatsächlich nicht in Mario Party 4, oder? Mir kommt das relativ wenig vor, weil wir schon so viel freigeschalten haben. Okay, wir brauchen den Steinblock. Komm hoch! Nein! Jetzt hab ich dich! Nice! I'm the Luigi, the King of Luigi. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich tatsächlich trotzdem den Pilz einsetze, einfach um schnell wegzukommen von Yoshinski. Gucken wir mal kurz auf der Karte, ne? Wir haben ja kurz Zeit, Karte zu gucken. Wir müssen sowieso weiter nach oben. Das bedeutet, da wir noch ein Pilzhaus. Was ist das? Keine Ahnung. Warum müssen wir wahrscheinlich klein sein? Oh, und die hat die ganzen Treppen weggemacht. I see. Dann ist es gar nicht mal so schlecht, weit zu kommen mit dem Pilz vielleicht. So fährt natürlich, wenn Yoshi uns trifft. Oh, das ist gut. Eine 15 ist sehr nice. Okay, da passiert wirklich gar nichts. Da müssen wir echt klein sein. Wow, 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 wow. Die Musik, Alter. Also Yoshi müsste jetzt eine 17 würfeln, um mich zu erreichen. Oh, 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 das war knapp. Ich schätze aber nicht, dass der vielleicht eine 17 schafft. Bin ich really mit euch. 17 ist schon eine krasse Zahl. Dann müsst ihr eine 9 und eine 8 machen. Ja, ist schon vorbei. Natürlich kriegt er trotzdem sein Geld. Meine Güte, kleiner Cheater. 30 Münzen? Alter, ist das unfair. Ich krieg für meine Pasches nur 10 Münzen, aber Yoshi 30. Das ist ein bisschen heftig, findet er nicht? Ein Heim für Fische.
Das Minispiel kennen wir, glaube ich, noch nicht tatsächlich. Dementsprechend werde ich das euch mal kurz präsentieren. Es ist nämlich so, wir müssen den Tank füllen mit ausreichend Wasser, damit der Schiebschieb darin schwimmen kann. Wir müssen dazu verschiedene Knöpfe drücken. Hier seht ihr die aufgereiht, alle, die es gibt. Der Einzelspieler muss Ruhe bewahren. Das Team muss gut zusammenarbeiten, um ihre Knöpfe richtig einzusetzen. Hier sind keine guten Tipps, muss man ehrlich gestehen. Ich muss sehr viel schauen, welche Knöpfe ich drücken muss. Achso, lol, ich bin ja Luigi, ne? Ich hab bei Yoshi geguckt, ich Dödel. Also für drei Spieler ist das nicht so unmachbar. Und für einen Einzelspieler auch nicht. Nein! Ja, guck mal. Wie krass die aber ist, ey. Ja, alles klar. Sie hat nicht einen Fehler gemacht. Ist mega. Gutes Minispiel, gutes Minispiel. Manno. Betrug. Also dadurch, weil Yoshi so viele Münzen bekommen hat, sieht es jetzt tatsächlich für uns nicht mehr so rosig aus. So eine rosige Zukunft ist es nicht mehr. Oh. Oh, oh. Aber wir können natürlich einmal beim Lotto mitmachen. Dies ist meine Lotterie. Neulinge bekommen hier ein Geschenk. Guck es dir mal an. Komm, gib mir deine Münzen und dann dreh, um zu gewinnen. Oh, immer ein Item. Wow, das war wohl nix. Aber du hast den dritten Preis. Nimm den Peach. Peach vor allem. Immerhin, der nützt mir ja schon mal, wenn das hat. Aber komm doch mal wieder fürs neue Geschäft, ne? Ja, ja, ich hab wenigstens was gewonnen. Das reicht mir schon. Weil der Pilz kostet eigentlich 15 Münzen. Wir haben ihn für 0 bekommen. Naja, nicht für 0, aber schon für geringe Zahlen. Und den werde ich auch gut aufbewahren. Hey, möchtest du was kaufen? Ja, ja, Maxi-Mini-Pilz. Ja, Maxi-Pilz, hätte ich mir doch gedacht. Gönn dir, Dickerchen. Oh, das ist mies. Wow, 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 wow. Oh. Gut, dass diese roten Bulls wechseln. Jetzt bin ich im Zug. Nächster Halt, Friedhof. Was? Yoshi wird beerdigt? Oh mein Gott. Yoshi, dass du schon so schnell in die Beerdigung gehst. Ah, schade. Schade, dass du abgesprungen bist. Hätte mir mehr erhofft. Nein, alles gut, Leute. Ich hab nicht Yoshi irgendwie ungern. Nein, nein. Yoshi ist ein kleiner Cheater, aber mehr auch nicht. Ich mag Yoshi. Oh. Mhm. Freischwimmer. Das Minispiel hatten wir ja beim letzten Mal auch. Das ist mit den Ringen, ne? Nein, mit dem Abwechseln. Also gleichzeitig abwechseln und so weiter. So schnell wie geht. Aber nicht zu schnell. Start! Wir bleiben mal also circa in der Mitte, da sind wir schon gut dabei.
Also wie gesagt, wenn man Rhythmus raus hat, dann ist es eigentlich nicht mehr schwer. Guck mal hier, ganz smooth machen wir das. Ohne Hektik, ohne alles. Gut, gegen harte CPUs wäre es bestimmt viel anstrengender, weil die ja auch dann circa so am Ende des Herzens rumballern. Ey, neuer Rekord, Leute. Und damit schön nochmal 20 Münzen in unsere Tasche gecasht. Was wirklich wichtig ist. Damit sieht es nämlich wieder ein bisschen besser aus. Jetzt können wir nämlich versuchen, vielleicht doch an den Stern zu kommen. Weil erst wollte ich eigentlich vom Stern weg. Obwohl, wir kommen so oder so an den vorbei, oder? Oder in den in der Nähe. Müsste ich jetzt aber gucken. Ah, nee, wir kommen da ja nicht hin wegen... Oh, nein. Daisy. Was soll denn das? Battle Game. Das erste, by the way. Oh mein Gott, und dann geht's schon um alles. Wie war's? Ihr habt nicht mal 20 Münzen alle? Mann, seid ihr schlecht. Na gut, wähl das Spiel aus. Oh nein. Mal im Nachzahle. Wunderbares Minispiel. Folge der Kreidelinie. Wer sie am genauesten nachziehen kann, gewinnt das Spiel. Ja. Erhalten alle Spieler weniger als 30 Punkte, gilt es als unentschieden. 100 Punkte ist der absolute Highscore. Das kann sehr witzig werden. Ich und Zeichnen, ne? War schlecht am Ende. Oh, nee. Oh, ich habe mit Daisy zusammen gewonnen. Boah, war ich aber auch schon miserabel. Aber wenigstens ich habe gewonnen, ne? Das reicht mir schon. Oh, Yoshi kriegt auch noch meine Mütze. Egal, sieht auf jeden Fall jetzt wieder besser aus. Aber trotzdem heftig. Das heißt 47, Yoshi hat 38. Nee. Oh nein, er kommt genau... Kommt der auf mich jetzt? Oh nee, bitte nicht. Obwohl, wo bin ich eigentlich auf der Karte? Ich habe keinen Plan. Ja, okay, erstmal kriegt Daisy 10 Minus. Das heißt, sie hat plus minus 0 gemacht. Yoshi. Oh, hinter mir. Yoshi, möchtest du mal vor mir kommen? Ich habe ein kleines Geburtstagsgeschenk für dich. Okay, wirkt vielleicht ein bisschen gruselig, aber egal. Dreierwurf ist das nächste Spiel, was wir haben. Was war nochmal Dreierwurf? Ah ja. Basketball in... würde ich sagen, schwieriger, wenn man am Ende ist. Ja, ne, genau, wie Ecke. Das ist schlecht. Komm schon! Oh mein Gott, ich hab mit 9 gewonnen! Ich dachte so, wird das überhaupt noch was? Aber ey, die 9 Punkte, ne? Die haben es tatsächlich gemacht. Puh. Also die Siege wären sehr knapp hier. Ich weiß nicht, was da los ist.